我们应该向中国学习。中国华为的一位老总 Carsten Sens 最近发了一个朋友圈，说没有竞争就没有好的食堂，这是什么意思呢？华为食堂有10个餐厅，每个月员工可以打分，成绩最差的，说明不好吃的就要被淘汰，让这个空的位置当给别人一个机会，我觉得挺好的呀。我们应该向中国学习啊。所以今天我推广中国食堂文化这个做法，我就要去德国食堂问问顾客，如果进入淘汰制，他们对这个做法是抵制还是赞同。 Ich wollte mal noch ein Konzept zeigen, und zwar bei Huawei, 如果可以得到足够多的签名支持，我就直接把这个建议写一封信给食堂领导。你们觉得我可以成功吗？这事值得点赞吗？那就现在点赞。这就是斯图加特大学，德国顶尖理工科大学，每个学期有20000多新生报道，而且外国学生中中国人最多。5年前我是上大学的时候，很多次去向食堂投诉，他们都是给我一顿免费的甜点或者一顿饭来解决问题，但是这些措施肯定不能从根本上提高食堂的质量。这就是一顿食堂的饭，你们看看，一共花了15块，一个沙拉1.4块，一盘面条6块，一个煎饼7.5块。还可以啊，嗯，没有那么难吃，还行。Was arbeitest du? Als Werkstudent. Dann muss ich pünktlich sein. Viel Spaß. Da hat er doch ein Tier. Ein Tier. Seid ihr zufrieden mit der Mensa? So, mal so. Mal so, mal so. Ja. Sie waren mal.食堂的话，我一般就吃那个炒菜。那你觉得质量怎么样？还可以吧。Es gibt Gerichte, die schmecken gut. Und es gibt Gerichte, da, nee, das willst du eigentlich nicht essen. Ja, mal so, mal so. Meistens ist das Gemüse irgendwie sehr zerkocht oder nicht so richtig gewürzt. Portionen sind meistens ein bisschen klein. 一般看到薯条我就不吃了，干，主要是太干了。对面的路，我看到一个 food truck。看来大学已经找办法解决这个问题。Setzt euch auch ein fürs gute Essen an der Uni. Ja, auf jeden Fall. So gut. Ja, da.看见也能上的不是我的问题。我问一下这些外卖的人，他们为什么不去食堂吃饭？我给你们在怎么样，Weil wir uns das leisten können. Warum gehst du nicht in die Mensa? Heute ist die Auswahl nicht so gut. Weil ich das lieber mag und weil es billiger ist teilweise. Vorher habe ich gedacht, okay, ja, es ist so günstig, das ist auch okay, wenn es mal nur so mehr den Hunger sättigt. Was kostet jetzt ein Essen? Das billigste Essen kostet mittlerweile 3 €. Wenn man mal ein besseres Essen nimmt, dann 5 €. Preis-Leistung stimmt nicht.发现了华为的故事值得一讲。Ich wollte mal noch ein Konzept zeigen, und zwar bei Huawei, die haben in der Mitarbeiterkantine haben die 10 Zulieferer und die Mitarbeiter, die dürfen jeden Monat bewerten, was gut, was schlecht. Der, wo die schlechtesten Bewertungen hat, der muss raus, es kommt ein neuer rein und jetzt sind alle glücklich. Warum? Es gibt immer gutes Essen. Ja, das stimmt. Und der muss immer gehen, genau. Sich gut für die Esser.Kann aber auch negativ sein, weil irgendwann ist so einfach Konkurrenzdruck extremst da. Der interessante Gedanke. Also ich frage mich vor allem, wie das finanziell für die ist. Also sehr für ein extremes Risiko, auch für die. Auf jeden Fall. Und auch für die Leute, die halt arbeiten in den Restaurants. Ich weiß nicht, wie es dann gehandhabt wird, ob sie angestellt sind von Huawei oder externe. Ist das halt schon krass. Also das ist zweischneidiges Schwert. Ich finde das ziemlich gut. Du denkst, das ist jetzt gut. Ich finde, wir können 2 Chinesen-Restaurants zu konkurrieren. Boah, das ist krank. Ja, das finde ich eigentlich schon ganz cool, wenn das Essen dadurch auch besser wird. Ja, mit Sicherheit, weil dann ist ja ein bisschen Konkurrenzdruck auch. Weil wir wissen ja, ich muss gutes Essen abliefern. So eine Bewertung wäre schon ganz cool, dass wir auch ein bisschen mitentscheiden. Ist ein bisschen transparenter auch dafür, die dort arbeiten, die wissen, was den Leuten gefällt und was nicht. Nur ich hätte dann Sorge, dass das Essen dadurch teurer wird. Das wäre meine einzige Sorge. Wenn die Tauschwettbewerb zu激烈的话，是不是也会出现一些不太好的现象？比如恶性竞争，就比如说你把菜品价格打得很低，其他的人就没法做，就看谁背后的资本比较多，谁坚持的久。你坚持完了之后，你垄断完了之后，你又把菜品价格提高了，然后这个也得需要有人来管理一下吧。Ich habe hier eine Unterschriftenliste. Wir setzen uns ein für bessere Qualität und für die Einführung eines Bewertungssystems für Studierende und Mitarbeiter. Nee, bloß nicht. 一个制度好坏肯定是要接受现实的考验，但是最重要的是，只要格局打得开，办法总比问题多。我们把华为食堂的演变故事带入了世界，因为这个故事值得分享。关注我，咱们一起让世界每天变得更美好一点。